Einen wunderschönen. Willkommen zurück zu The Witcher 3 Hearts of Stone. Wir befinden uns hoffentlich auf richtigem Weg, also sprich, dass wir überhaupt hier unten sind und in der Art und Weise, wie wir hier unten sind. Wir hätten uns wahrscheinlich auch noch anders entscheiden können. Ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht daran mal probieren, irgendwann mal. Gucken wir mal. Jedenfalls befinden wir uns auf dem Weg zur Schatzkammer. Zusammen mit dem Fremden. Und die Frage ist, sind wir der Wolf oder er? Eigentlich sind wir der Wolf. Und die Tür ist offen. Was für ein Schloss. Meisterlich gefertigt. Zwei Federbolzen, zylindrische Riegel, die Meritiumbärte. Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Der ist seltsam. Friss oder stirb. Ich ahne Schlimmes, ich mach mal. Wow. Ja. Scheiße. Ich hätte das Theater nicht gereicht. Nicht. Moment. Ey. Ey. Mich gibt's nicht. Jetzt ist er weg. Das wär's fürs Erste. Nein, ich will die Muttergene einsammeln. Kann ich hier wieder runter, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nein! Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht der Ernst. War ich so weit unten gewesen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Oh nein. Ich hoffe, ihr habt... Doch, wir hatten gespeichert, ne? Doch. Oh. Das fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Ja, Tink. Dann komm, Tink. Okay. Nee. Wir können hier echt nicht mehr runter. Und jetzt sind auch gar kein... Hä? Naja, okay. So, was haben wir hier? Eine goldene Kette. Ich glaube, wir werden uns hier erstmal... mit, Getränken ausstatten. Oh, schade, die Rüstung können wir nicht nehmen. Aber hier sind Truhen. Mit ein bisschen guten Krams. Ach, guck mal, das Bild. Warum steht das Bild hier unten oder wurde es bloß oben hingebracht? Sie sind in der Schatzkammer. Sie haben sich darin eingeschlossen. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Darunter auch dieses schöne Werk von Van der Knoop, dem Meister aus Maribor. Ja. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Darunter auch dieses schöne Werk von Van der Knoop, dem Meister aus Maribor. So. Ach so. Haben wir jetzt so unendlich Zeit? Ich hoffe doch. Such den Ersatzschlüssel! So. Probleme, Opi? Wer ist denn hier ein Opi?
Okay, dann geht's weiter. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Im Gegenteil, ich weiß es nur zu gut. Ewald? Ewald? Hallo, Bruder. Lange her. Der Bruder? Sieh an. Komplikationen überall. Du schuldest uns eine Erklärung, Ewald Borsodi. Was ist der Zweck dieses Familientreffens? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Was machen wir denn hier? Ich sage mal, ich halte mich raus. Ich halte mich aus Familienangelegenheiten raus. Dann hättest du besser nicht in meine Schatzkammer einbrechen sollen. Für Neutralität ist es jetzt zu spät. Bist du für mich, kleide ich dich in Gold. Bist du gegen mich, wirst du hier nicht mehr rauskommen. Wir bleiben beim Auftraggeber. Wenn du das so siehst, dann bin ich für Ewald. Sprich für dich. Ich nehme das Angebot an. Dafür wirst du zahlen, Quinto. Mit deinem Kopf. Auf sie! Jetzt bist du dran, Mutant. Formation halten! Vorsicht! Und weg mit euch. Genau. Und du auch noch. Ach, du, das fällt von alleine um. Komm mal her, Borsodi. Darf ich auch kämpfen? Jetzt haben wir dich. Aua. Bring ihn nicht um. Ich hätte das gerne anders gelöst. Die Schriftrollen gestohlen, dich auf die Straße geworfen. Rache genießt man am besten kalt. Heiß ist sie mir aber auch recht. Lass es. Bitte, Gnade, für deinen Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Wirklich? Alles? Ja, alles! Überschreib mir alles, was du hast. Dann verschwinde. Nur mit dem, was du am Leib trägst. Erlaube mir, etwas mitzunehmen. Bitte, irgendwas. Fünfzehn Jahre in der Kanalisation. Wie ein Tier. Und du wagst es, zu betteln. Nein! Keiner stirbt. Scheiße. Du heilige Scheiße. Zufrieden? Durchaus. Und du? Nein, erst wenn ich Max Borsodis Haus habe.
In dieser Schatzkammer, hast du gesagt. Das stimmt auch. Dort. Aber ich fürchte, es ist nicht für dich. Darin befindet sich nämlich das Testament meines Vaters. Mit welchem Ewald Borsody lang vermisst, das Vermögen einfordern wird. Und was fordert wohl Geralt von Riva ein, den du betrogen hast? Bedauere, aber alles andere darf er auswählen. Du hast mich reingelegt. Und du wolltest mich gegen die Schläger von Horst im Stich lassen. Für meine Begriffe sind wir quitt. Was Max Borsodis Haus betrifft, wenn du es unbedingt haben willst, musst du es dir schon mit Gewalt holen. Na super. Ich würde dich mit links niedermachen, aber vielleicht kriegen wir das ja auch anders gelöst. Da ist kein Kompromiss drin. Wir wollen beide Max Haus. Eigentlich willst du den Inhalt. Ich will das Haus. Sie sind unten! Na schön. Deine Hand drauf. Her mit der Truhe und dann raus hier. Wie du willst. Hier lang. Ja, wir haben's. Wir haben's. Und wir haben Kohle und Rehhaut. Können wir hier noch was anderes mitnehmen? Perlen. Also das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Okay. Hier gibt's ein Set. Hier gibt's ein Set. Oh, Perlen. Da unten ist auch noch was. Nein, da unten. Ah. Fläschchen, okay. So, wo haben wir noch was? Da haben wir noch was. Vipern-Giftstahlschwert. Boah. Wäre ich jetzt rausgerannt, hätte ich das nicht mehr gefunden. Hier haben wir auch noch was. Was haben wir da? Nun komm. Komme ich nicht ran? So. Boah. Das ist ja alles schnell alles einstreichen hier. Na komm, rüber. Halt. Das war jetzt verkehrt, aber egal. Und das auch noch. Halt. Ja. Das ist nur eine Tür. Und die lauern da hinten noch. Okay. Halt. Da ist ja noch was. Jetzt muss ich erstmal nachgucken hier. Ophirische Armbrust. Also das ist klar, das ist die Maske, die wir aufhaben. Da oben ist er. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Neumondrüstung. Oh. Was habe ich denn überhaupt? Warum habe ich so eine komische Rüstung überhaupt an? Hatten wir keine bessere mehr? Habe ich echt die behalten? So, die geht jetzt an. Was haben wir hier? Die ist schlechter. Hm, das war das Set. Handschuhe. Die sind auf alle Fälle besser. Was haben wir hier noch? Okay. Hosen. Unsere Stiefel. Selbst unsere Stiefel haben wir gar nicht mehr an. Hä, was ist denn hier passiert? Die Stahlwaffe hat er ausgetauscht. Echt jetzt?
Silberschwert nicht. Stahlwaffe. Naja, weil die jetzt da ist, doch weitaus besser. Nee, kann er ja nicht. Da ist ja noch ein Dings drauf. Nee, ist okay. Mein Fehler. Wir speichern ab. Und gehen jetzt heraus. Wo auch immer er hingeht. Aber irgendeiner muss es doch mal gebaut haben, ja? Also man hätte doch wahrscheinlich dann die fragen müssen oder sollen, die das hier gebaut haben. Und hoch. Okay, halt, hier ist noch... Nein, hoch. Draht, super. Da waren Säcke. Eine Quenglyphe. Na, guck einer an. So, und hier ist der Hebel. Nun komm, nutz. Wo auch immer wir rausgekommen sind. So, hier trennen sich nun unsere Wege. Sei still. War ich so schlecht? Nein, aber es war verdammt knapp, Ewald. Hast um Haaresbreite überlebt. Wenn du mal einen Basiliskenbalk oder BS-Hörner zum guten Preis loswerden willst, komm zu mir ins Auktionshaus. Mhm, werd ich mir merken. Es ist eine gute Frage. Mich würde jetzt wirklich interessieren, ich speichere mal kurz ab. Mich würde wirklich interessieren, Kontrollpunkt, das war eine Schnellspeicherung. Da waren wir schon drin. Mich würde wirklich interessieren, wie kann ich entscheiden, gegebenenfalls. Ich glaube, das müsste der hier sein, der Kontrollpunkt. Ich lade den mal. Ich werde jetzt nicht groß eine Veränderung vornehmen, aber ich möchte gerne sehen, wie hätte sich das Ganze jetzt verändert? Hätten wir die Entscheidung zugunsten des schon Bestehenden oder nicht? Weil eigentlich wollte ich, dass keiner stirbt. Und der Typ, der Ewald, hat 2-3 Leute dort einfach umgebracht. Natürlich seinen Bruder einfach auch noch. Ungeachtet dessen... ist alles schwierig. So. Das heißt, hier sind wir nämlich durchgekommen und jetzt, ich gehe jetzt mal auf dem direkten Wege rein. Ihr so. Wisst ja nicht, mit wem ihr euch an... Ich mache das mal in Schnelllauf. Hallo. Sieh an. So. Ich hätte es wissen müssen. Ich mach mal so jetzt, Tja, ich hätte es wissen sollen. Die Augen... Das Doppelkinn, das verkommene Herz. Eine Frage nur. Wozu dieses Familientreffen? Rache. Wegen Verrat. Vater, du hast alles, was... Das ist genau, keine alles verspielt. Die zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch... So, dann sagen wir... Großzügiges Angebot, Horst. Ich nehme es an. Was? Du wagst es? Ich sagte, ich kann es nicht leiden, hinters Licht geführt zu werden. Hättest das ernst nehmen sollen. Tja, da fällt Widersprechen schwer. Leider, Ewald. Siehst du, du hast sie alle gegen dich. Wieder mal. Zum letzten Mal. Das wird sich zeigen. Ich gehe nicht einfach so. So. Das heißt, jetzt sind wir... Okay.
Okay. Und weg ist er. Oh oh. Der greift uns auch noch an. Wollen wir wetten? Schau, sogar deine Komplizen wenden sich ab. Was war das denn? Doch ich nicht. Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. Ich will dir vergeben. Ach, wirklich? Unter einer Bedingung. Du erkennst mich als Oberhaupt an und verneigst dich vor mir. Das hätte klappen können, aber ich kenne dich. Oh ja, Ewald. Wie falsch gelingt das immer wieder. Boah. Und er schlägt zu. Okay, er ist nicht besser. Er ist nicht besser. Diese Entscheidung ist auch nicht besser. Egal, was wir tun. Wir konnten nur verlieren. Kleidet ihn zum Begräbnis an. Präsentabel. Er wird mir keine Schande mehr machen. Endlich. Ich hasse offene Rechnungen. Dann reden wir jetzt über meine Belohnung. Ja. Wie ich sagte, nimm, was du willst. Dieses Rubinhalsband wird ein neues Zuhause finden. Und ich sagte... Natürlich. Der Hexer. Dass ich Max Borsodis Haus will, was immer es ist. Du verstehst nicht, die Dokumente, das Testament darin. Nichts darf in Olgierds Hände gelangen, zu keinem Preis. Zu keinem? Sicher. Meine Herren, darf ich an Ihre Vernunft appellieren? Ja, Hexer. Ich sterbe eher, als dass ich dir die Papiere gebe. Tja. Bewundernswert tapfer. Aber lass uns doch etwas klären. Was denn? Es ist klar, ich geb dir das Haus nicht. Nein, du gibst mir den Inhalt nicht. Den brauche ich auch nicht. Nur die Truhe. Verstehe. Der Wolf ist satt. Und das Schaf lebt noch. Der Wolf ist verdammt erschöpft. Also her mit der Scheißkiste und bring uns hier raus. Nichts lieber als das, glaub mir. Okay, also der Punkt ist der gleiche und ich wette, dass Olgierd eigentlich den Inhalt haben wollte. Eigentlich, aber er hat davon nichts gesagt. Wir haben das Haus gebracht, aber ohne Inhalt. Hingegen mag ich. Bleib noch hier. Wir müssen reden. Ich suche jemanden, der sich auf Schlösser und Fallen und so fort versteht. Das wäre mir eine große Ehre, Chef. Hier lang. Raus, Hexer. Und komm nie wieder. Okay. Wie gehabt. Wir haben ja manuell gespeichert hier draußen. Ich bleibe bei der Entscheidung. Ihr habt ja gesehen, es ist eigentlich egal, welche Entscheidung man fällt. Die eine ist halt weniger Kampf, die andere ist mehr Kampf. Letztendlich werden die Brüder jeweils vom anderen Bruder erschlagen, erstochen, umgebracht. Also nichts ist besser. Und ich dachte, dass es vielleicht eine etwas andere moralischere Entscheidung ist, aber ist es leider nicht.
Ja. Deswegen, wir bleiben in der Zeitlinie, sage ich jetzt mal, und in unserer Entscheidung, wie wir sie bereits schon gefällt haben. Und zwar, dass wir Ewald geholfen haben. Jo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in einer nächsten Folge, sofern ihr wollt. Bis dahin, euer Firefox.